eigentlich frühere Leben? Vielleicht hast du dich das auch schon mal gefragt. Mich hat diese Frage beschäftigt, seit ich ein kleines Kind war. Ich wurde nicht christlich erzogen und auch nicht in irgendeinem anderen Glauben. Und die Frage hat mich trotzdem nicht mehr losgelassen, ob es frühere Leben jetzt eigentlich gibt oder nicht. Und wenn ja, was das für uns bedeutet. Und so hatte ich das Glück, als ich ungefähr 18 Jahre alt war, zufällig an einer Rückführung teilzunehmen. Eine große Gruppenrückführung war das damals, wo man zurückgeführt wurde in seine früheren Leben. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, was ist denn das für ein Quatsch? Aber ich hatte sowieso Zeit und ich war dort und dann habe ich mir gedacht, setze ich mich halt mal rein, mach mal mit, schau mal, was passiert. Und das Verblüffende war, dass nicht nur ich, sondern ungefähr 80 bis 90% der Teilnehmer sich tatsächlich mehr oder weniger detailliert an ein früheres Leben erinnern konnten. Für mich persönlich hat es damals den Ausschlag gegeben, alles Mögliche in Frage zu stellen, was ich so geglaubt habe über unser Dasein, über unsere Existenz, über das, warum wir eigentlich hier sind. Und für mich hat dann ein Weg begonnen, immer mehr herauszufinden über meine früheren Leben, wer ich eigentlich schon mal alles war, was für Fähigkeiten ich auch schon mal hatte und die ich vielleicht mitgebracht habe hierher, ohne es zu wissen, aber auch Fähigkeiten, die verschüttet wurden durch schlimme, traumatische Ereignisse. Und mir selbst hat es geholfen, ein ganz neues Weltbild zu entwickeln und auch nicht mehr so sehr Informationen von außen einfach zu glauben, sondern tatsächlich für mich herauszufinden, was eigentlich meine Wahrheit ist, was die Wahrheit ist, die ich erlebe, die für mich stimmig ist. Und da hat mir besonders auch geholfen, Rückführungen zu machen, nicht nur in frühere Leben, sondern auch in den Zustand vor der Geburt. Also wenn man quasi noch gar kein Mensch ist, sondern irgendwie noch in diesen anderen Ebenen sich aufhält, manche würden jetzt es auch das Leben nach dem Tod nennen oder das Leben deiner Seele, da wo deine Seele dann hingeht, wenn sie gestorben ist. Es hat mir ganz viel gezeigt darüber, warum ich eigentlich hier bin, was meine Aufgabe ist in diesem Leben, meine Berufung. Und diese Berufung möchte ich gerne mit dir teilen und dich teilhaben lassen an allen diesen spannenden Informationen, die mir zuteil werden wurden. Und ich möchte dich einladen, auch selbst dich auf das Abenteuer Rückführung einzulassen. Da gibt es jetzt ein paar Sachen, die sind wichtig zu beachten. Und zwar kann es passieren, dass du, wenn dich ein Rückführungsleiter nicht gut genug anleitet oder ein Reinkarnationstherapeut nicht gut genug anleitet, du mit einem Teil von dir in diesem früheren Leben so ein bisschen stecken bleibst. Und es ist also wichtig, dass du dir Therapeuten oder Rückführungsleiter suchst, dem du voll und ganz vertrauen kannst, bei dem du dich gut aufgehoben fühlst, der auch eine gute Ausbildung hat und der vor allem so ein bisschen so eine hellsichtige Gabe hat und sehen kann, wenn du nicht mehr ganz zurückgekommen bist und der dir hilft, wirklich ganz wieder da zu sein. Denn diese früheren Leben zu erfahren, sich zu erinnern, das macht immer was mit uns, egal ob wir wollen oder nicht. Und gerade deshalb ist es besonders wichtig, danach wieder voll und ganz hier anzukommen, um wirklich in dem Leben zu sein, was wir jetzt gerade leben. Wenn du noch mehr wissen willst, schau auf meine Website und lies die Artikel, die ich geschrieben habe, oder schreib mir eine E-Mail. Du kannst auch gerne, wenn jetzt noch was unbeantwortet geblieben ist, mir das als E-Mail in der Frage stellen und dann werde ich versuchen, wenn ich es zeitlich hinkriege,
da auch nochmal ein YouTube-Video drüber zu machen.